Wir sind in der Gemeinde Oberpframmern. Oberpframmern liegt im Landkreis Ebersberg, 23 Kilometer südöstlich von München. Oberpframmern ist über 1200 Jahre alt und es leben dort mittlerweile 2450 Einwohner. Öffentlich erreichen Sie die Gemeinde in einer Dreiviertelstunde über die S-Bahnhöfe Zorneding und Höhenkirchen-Siegertsbrunn. Wir haben mit Bürgermeister Andreas Lutz einen Spaziergang unternommen. Und die Jungs von Son Unplugged haben für uns sogar Open Air gespielt. Wir haben Geheimverstecke entdecken dürfen sowie wertvolle Fresken aus dem 13. Jahrhundert. Und das weltweit prämierte Boogie-Woogie-Paar aus Oberpframmern hat für uns getanzt. Heute begeben wir uns direkt in die Ortsmitte. Die junge Bäuerin Anna Fritzsche hat 2019 die Meierei gegründet, benannt nach dem Namen ihrer Mutter, die ihr den Hof vererbt hat. Und darum dreht es sich dort. Heute geht's ums Ei und was das alles kann und was das für Kriterien erfüllen muss, wenn es Bio ist. Das erzählt uns jetzt gleich eine Jungbäuerin hier aus Oberpframmern. Ist das jetzt hier eine Rasse von den von Hühnern? Oder? Ja, genau. Dass sie alle gleich aussehen? Das ist jetzt alles eine Rasse. Das sind alles Sandy-Hühner. Sandy-Hühner heißen die? Genau, lauter Hennen und ein Hahn, der da dabei ist. Ein einziges Männchen? Ja, genau. Und der muss sich um alle kümmern? Der muss sich um alle kümmern. Der geht als allererstes am Abend in den Stall. Und dann und alle tippeln hinterher, genau, was? Und der Rest folgt, ja, schon. Wie viele habt ihr hier, wie viele Hühner? Es sind 240. Mhm. Ja, 240. Und ihr seid ja ein Biohof. Genau, oder? Was heißt das dann, wenn man Hennen hat? Was muss man da jetzt achten auf die Nahrung? Oder? Ja, im Bio geht es schon los, dass quasi das Küken oder das Ei, das ausgebrütet wird, ist schon von einem Bio-Huhn gelegt. Einem Bio-Huhn genau, haben. Ja. Und dann die Junghennen, also wenn die dann geschlüpft sind, die werden auch komplett biologisch aufzogen weiter. Und genau, jetzt hat der kräht ist aber immer dann der Hahn, gell? Sonst kräht keiner. Ja, na. Ich aus der Stadt gestellt die blöden Fragen. Ja, okay. Mhm. Naja, und dann, was kriegen die dann zum Essen? Das muss Bio-Essen sein, oder wie? Ja, quasi alle pflanzlichen Erzeugnisse, was jetzt da die Hühner kriegen, sind aus dem biologischen Ackerbau. Mhm. Genau. Da ist quasi jede Erbse, jeder Hafer oder Weizen, was da dabei ist, der Mais, muss biologisch erzeugt sein. Und du hast ja den Hof noch gar nicht so lange, oder? Wie lange hast du den jetzt? Na genau, also ich habe 2017 den Betrieb übernommen und habe dann angefangen umzustellen auf biologischen Landbau. Also du hast ihn von deinen Eltern geerbt, oder? Oder genau, von meiner Mama. Und war das kein Biohof hier? Nein, vorher war es klassisch konventionell bewirtschaftet, Rindermast und Ackerbau. Und das wolltest du aber nicht machen? Ich würde irgendwie mich vielfältiger aufstellen, aber um klein zu bleiben, also irgendwie klar bleiben, aber eine Vielfalt bieten. Ja. Und da hat sich das, finde ich, angeboten, dass man auf Bio umstellt, weil es irgendwo für mich das Naturnahste ist. Ja. Und vor allem, weil mir auch das Gemüse und die Eier, und da macht es ja für mich mit am meisten Sinn. Spaß oder auch dann eigentlich, oder? Ja. Also das heißt, ihr habt die Eier, die ihr verkauft, das Fleisch von den Hühnern natürlich nicht, oder? Das sind jetzt wirklich nur... Genau, das sind Legehennen, genau, nur für die Eier. Mhm. Und wie nennst du das? Zwei Huhn halt? Genau, oder wie ist das? Zwei-Nutzungsrasse. Zwei-Nutzungsrasse, was heißt eine das? Zwei-Nutzungsrasse, also da ist es so, bei jedem... Ei, das jetzt ausgebrütet wird, kann ja eben eine Legehenne oder ein Hahn, also ein Mann, schlüpfen. Ja. Und nur die Hennen legen ja Eier. Ja, und das weiß sogar ich genau, noch. Genau, bei der Rasse ist es so, dass trotzdem der Bruderhahn aufgezogen wird. Und okay. Schon in die Mast, also in die Fleischproduktion. Normalerweise wären die Männchen, wenn genau, die schlüpfen, das Küken, die dürfen die gar nicht mehr leben. Die werden wirklich einfach getötet. Und genau. Mhm. Und die lasst ihr weiterleben. Und dann, genau, und was passiert dann mit denen? Das ist so, man muss als Betrieb immer einen Partnerbetrieb finden, der dann die Männlichen nimmt für die Mast und die Weiblichen für die Legehennen. Also für die Mast, das heißt, die werden gemästet und dann geschlachtet. Genau, da für das Fleisch. Fleisch halt. Okay, okay, und jetzt schauen wir mal, was ihr jetzt hier im Dezember und im Winter noch an Gemüse habt. Nicht so viel wahrscheinlich, oder? Nicht so viel leider. Ja, wir gärtnern mit der Jahreszeit und mit den Apokisten, die wir machen. Das läuft quasi von April bis Anfang November. Und das habt ihr ja ganz frisch angefangen, die Idee mit diesen Kisten. Wie ist das? Da kann ich ja so eine Kiste bestellen, ich will, weiß nicht, für 15 € eine Kiste, und dann tut sie das Gemüse rein, was gerade aktuell
einfach angebaut oder geerntet werden kann. Ja, es gibt quasi zwei unterschiedliche Kistengrößen, die kleine und die große. Einmal für einen 1- bis 2-Personen-Haushalt und dann 4- bis 6-Personen-Haushalt. Und jede Woche kommt einfach die bunte Mischung rein, was der Hof gerade hergibt. Also da kommen auch, wenn es dann Herbst wird, Zwetschgen für unsere Zwetschgenbäume rein. Und, also was also gerade Saison hat. Aha. Ja. Aha, das ist eigentlich schön, weil dann sieht man auch mal wieder, was wirklich gerade hier regional aus dem Boden kommt. Das finde ich, weiß man ja oft gar nicht mehr. Genau, aber man sagt mal, was ist gerade in der Saison, in der Region da. Mhm. Und das andere, glaube ich, für die Haushalte macht es total Spaß. Was koche ich heute oder was habe ich jetzt in meiner Kiste? Und, weil es ja eine Überraschung ist dann eigentlich. Mal wieder, genau. Und inspiriert mal, was anderes auszuprobieren, oder? Ja, ein bisschen kreativer, ein neues Rezept auszuprobieren. Dann schauen wir mal, was überhaupt jetzt noch im Winter bei euch angebaut wird. Ja. Wir sind in Oberpframmern und besuchen heute einen noch ganz jungen Biobauernhof im Herzen des Ortes. Die Bäuerin Anna Fritzsche erklärt uns ihre Vision und den Traum vom eigenen frischen Gemüse aus dem Ort für den Ort. Also und jetzt hier im Winter habt ihr jetzt natürlich nicht so viel gerade angebaut, oder? Nein, im Winter. Weil dein erster Winter ist auch jetzt hier, oder? Genau, also wir haben ja heuer mit dem Gemüse erst gestartet und im Winter ist eigentlich jetzt mein Ziel gewesen, dass ich bis Weihnachten oder den Dezember, vielleicht nur im Januar rein, die Leute mit ein bisschen Spinat, Feldsalat, also einfach frisches Grün. Und wie wird das angenommen? Ja. Ihr habt da vorne so einen kleinen Selbstbedienungsladen, oder? Genau. Und da tust du dann den Salat von hier und alles, was du an Gemüse hast, da vorne in den Laden und die Oberpframmener, die kommen und nehmen sich's einfach, oder wie? Ohne dass da genau, jemand hinter eigentlich der Theke also steht. Ist 7 Tage die Woche Selbstbedienungsladen da. Und vor allem samstags bin ich ja selber mit dabei, also im Verkauf. Dann kann ich immer wieder noch ernten, wenn es ist. Also am Samstag stehst du schon vor. Genau, dass man einfach einen Salat nachschneidet. Ja, und das wird halt doch bestimmt, freuen sich doch die Oberpframmener, dass jetzt hier, dass die vor Ort direkt so regional auch im Ort direkt einkaufen können, oder? Ja, also die Mehrheit, glaube ich schon, dass total das gut annimmt und begeistert ist, dass es die Möglichkeit dort gibt. Ja. Und was ist jetzt gerade aktuell noch zum Ernten da? Wir könnten jetzt halt Feldsalat ernten. Mhm. Ist der schon soweit? Ja, doch. Da sind schon einige größere dabei, die man schon gerne ernten. Sag mal, wie du jetzt siehst, welche jetzt da. Ja, so wie jetzt die Rose da. Rose sagt man. Ja, oder da die einzelnen Rosetten, die erntet man halt mit der Wurzel. Also ich schneide einfach richtig tief. Warum? Weil man möchte ja schon den Feldsalat so, wie man es kennt, als dass so er nicht auseinanderfällt. Röschen haben wir nicht als Blattsalat. Genau. Weil er sich wahrscheinlich auch ein bisschen besser hält, wenn noch die Wurzel dran ist, oder? Nicht. Genau, ja, aber ich denke, das ist halt typisch am Feldsalat, dass man den so auf dem Teller dann hat. Ja. Und, darf ich das auch mal ausprobieren? Blättchen. Ja, gern. Welcher wäre jetzt noch so weit? Der da, oder? Ja, oder der da. Und da muss man tief nur die Wurzel, also mit der Wurzel abschneiden. Schau mal, ob ich das jetzt geschafft habe. Jetzt habe ich wahrscheinlich sogar zu viel abgeschnitten, oder? Ja, geht. Und dann tut man es noch so ein bisschen auseinander, oder wie machst du das dann? Ja, genau. Gib dir mal das Messer wieder. Oder kann man auch so zusammenlassen? Kann man so beieinander lassen, genau. Mhm. Manchmal zupft von unten die Keimblättchen wickert, genau. Ach, dann macht es das richtig schön. Und was ist noch im Moment hier noch zu sehen? Was wir halt noch ernten könnten, war so ein Asia-Leaf, also Schnittsalat. Zeig mal. Das ist da weiter hinten. Das ist quasi, das ist ein Blatt. Asia-Leaf-Salat. Also kommt der aus Asien oder wie? Das sind diese Asia-Leaves, wenn man jetzt sagt, oder Asia-Blattschnittsalate. Das sind alles irgendwelche Kraut- oder Kohlsorten, die dann einfach jung geerntet werden und haben wir dann einen gewissen Teil an Senfölen, waren jetzt im Winter ganz wichtig und gesund. Genau. Zeig mal, wie du jetzt ernst. Also das heißt, der wäre unten. Der wird einfach geschnitten, genau. Da kommt unten eigentlich eine Knolle, die man auch noch essen könnte, theoretisch. Oder nicht? Bei manchen schon, bei manchen schon, ja. Mhm. Aber der wird einfach so nicht geschnitten kann und man da, kann man da, wächst auch wieder. Kann man nach. Den so essen? Ja. Kann ich da mal reinbeißen? So? Ja. Der schmeckt ja total nach Senf. Das ist ja Wahnsinn. Das kenne ich gar nicht. Der wird einfach so ist ja auch ein bisschen scharf, ja.
Ja, genau, leicht. Mhm. Die Schärfe gut. kommt halt von den Senfölen. Und das ist das noch Rucola? Genau, das wäre der Rucola, der ist noch recht klein und da dahinter kommt noch Spinat. Spinat, Spinat sieht aus wie Pfälzer, also ein bisschen erinnert mich an Pfälzer. Ja, wieder hier, die ja da ist er schon. Ja, ja, bisschen, ist schon eindeutig Spinat. Ein bisschen Gressas, Spinatblattl, ja, ja, so, ja. Genau. Der braucht noch ein bisschen, mhm. ja. Ja, dann gehen wir jetzt mal vor in deinen, bringe das mal vor in deinen Selbstbedienungsladen, ja? Okay, ja. Die Farbblätter. Anna erzählt uns noch, dass sie möglichst viel händisch arbeiten will und im Rhythmus mit der Natur wirtschaften. Nach dem Motto, klein bleiben, aber besser werden. Und das ist jetzt euer kleiner Laden hier, genau, wo die Leute also kommen können, nehmen sich das mit, was es gerade gibt und lassen das Geld da, oder wie? Genau, das ist unser kleiner Selbstbedienungsladen. Da legen wir jetzt den Pfälzersalat einfach dazu, oder? Genau, gern, ja. Die paar Blätter, die wir da jetzt geerntet haben. Ja, aktuell ist nicht so viel da, aber im Sommer ist es gut gefüllt und eine bunte Auswahl, ja. Ach, und dann machst du sogar Rezepte dazu teilweise? Ja, genau, je nachdem. Steht Quitten-Kartoffelsuppe. Genau, je nachdem, wie bekannt die Kultur oder ja, das Gemüse ist. Ja. Oder wenn es jetzt so unbekannt ist oder unbeliebt ist wie die Quitte. Ja, stimmt, da wüsste ich jetzt auch überhaupt nicht, außer Marmelade wüsste ich nicht, Rezepte dass man was machen kann. Genau, ja doch, ist ganz vielfältig eigentlich die Quitte. Mhm. Ja. Macht halt Arbeit, ja. Wieso? Für den Koch? Ja, genau. Ja. Warum? Für den Koch, ja, weil der Pflaumen muss weg und dann ist es recht schwer eigentlich zum Entkernen. Ja, siehst du, aber geschmacklich sehr gut. Noch nie verkocht. Ja. Ja, und eigentlich auch für die Gesundheit wichtig. Ja. Ja, warum? Viel Vitamin C? Oder ja, die ist schon. Und hat viel, ich weiß nicht, welche Stoffe genau, aber die einfach auf unser Immunsystem ganz gut wirken. Muss ich mal ausprobieren, eine Quitte. Ah ja, und Walnüsse habt ihr noch? Ja, ein Rest. Mhm. Nicht mehr viele auch. Mhm. Ja, genau. Wir sind heuer fürs erste Jahr mit ganz vielen Sachen leider schon ausverkauft. Du bist ja eben, hast ja auch erst gerade gestartet. Dann haben wir, und Eier habt ihr dann natürlich. Die gibt es dann natürlich ganzjährig, oder? Genau. Mhm. Also hier findet man immer die Eier und. Ja, aber hier mit eurem... Eingelegtes, eingekochtes ist auch immer da. Mit dem Verkauf, da belebt ihr wirklich jetzt hier die Ortsmitte neu, gell? Doch, es ist interessant, auch die teilweise die älteren Herrschaften schätzen es. Sie müssen nicht rausfahren zum Supermarkt. Gibt es in Oberfrauen noch einen kleinen Tante-Emma-Laden oder irgend sowas? Es gibt einen Supermarkt. Ortsrand, ja, genau. Und manch Ältere sind froh, dass nur da herin schön zu im Fuß, Ort ganz im Inneren bleiben können. Genau, ja, vielen Dank, dann alles Gute, dass es jetzt noch... mehr anläuft, weil du bist ja eben gerade am Starten. Ja, ja, danke, ja, gerne. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, so viel aus Oberpframmern sind wir. Machen Sie es gut. Morgen gibt es eine neue Folge Heimatgeschichten.